ich sag, man kann sich so wirklich glücklich zeichnen und es ist einfach genial. Und der Nebeneffekt ist aber, dass du, wenn du zeichnest, du einfach Dinge länger behältst, schneller behältst, du wirklich dich an Situationen erinnern kannst, nur weil du ein bisschen mitgekritzelt hast. Und wenn du das noch eben mit Lernen oder auch Vermitteln von Lernen kombinierst, ja, dann ist das irgendwie ein Sechser im Lotto, weil dann macht es auch allen mehr Spaß. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute haben wir mal wieder einen Interviewgast da und der wird uns was erzählen zum Thema Visualisieren beim Lernen. Andrea, magst du vorstellen? Ja, hallo und ein liebevolles Grüß euch natürlich wieder von mir. Und ja, wie die Petra schon angekündigt hat, wir haben wieder einen super genialen Gast und die liebt Korsika, mag's total rockig und vor allen Dingen liebt sie es, neue Dinge zu erschaffen. Herzlich willkommen, liebe Simone Abelmann. Ja, lieben Dank für die Einladung und lieben Dank für diese geniale Vorstellung. Ja, jetzt interessiert uns natürlich, wieso haben wir dich eingeladen? Was ist dein Herzensthema? Ja, wieso du halt da bist? Denn es ist total spannend, was du uns jetzt dann präsentieren willst. Denn ja, was ist es eigentlich, was du machst? Ja, ich bin die Simone Abelmann, die Gründerin der Funny Sketchnotes. Sketchnotes sind kleine, ja, Zeichnungen, Visualisierung kombiniert mit Texten, die du nutzen kannst, um zu lernen, um Wissen zu vermitteln oder einfach um ganz viel Spaß zu haben. Wie wunderbar, cool. Ja, warum findest du denn es Visualisieren so wichtig, dass du die Dinge in Grafiken verpackst oder Situationen, Momente und Emotionen? Das lässt sich ja da wunderbar damit verpacken. Das sieht man ja bei deinen wunderbaren und schönen Zeichnungen immer. Warum findest du das einfach so cool oder wie bist du dazu gekommen? Weil es hat ja mit Sicherheit einen Grund dahinter. Also wenn ich ganz kurz aushole, ich komme eigentlich aus dem IT-Sektor, habe über 20 Jahre mich mit Einsen und Nullen und großen Datenmengen beschäftigt und habe 2017 ein bisschen zufällig das Zeichnen angefangen. Und mich haben diese Sketchnotes sofort in den Bann gezogen und habe 2018 dann ein Business rausgestartet. Und wenn ich jetzt sage, ja, das Visualisieren von Dingen und Situationen, was fasziniert mich? Ich sag mal ganz platt, das, was mich am meisten fasziniert, ist der Spaß, den du mit dem Zeichnen hast. Weil ich sag, man kann sich so wirklich glücklich zeichnen und es ist einfach genial. Und der Nebeneffekt ist aber, dass du, wenn du zeichnest, du einfach Dinge länger behältst, Dinge schneller behältst, du wirklich dich an Situationen erinnern kannst, nur weil du ein bisschen mitgekritzelt hast. Und wenn du das noch eben mit Lernen oder auch Vermitteln von Lernen kombinierst, ja, dann ist das irgendwie ein Sechser im Lotto, weil dann macht es auch allen mehr Spaß. Das heißt also im Prinzip ist so, dass gerade, wir haben ja auch so unterschiedliche Lerntypen und gerade die, die so über den visuellen Kanal lernen, die sind ja immer so ein bisschen benachteiligt in der Schule, weil ja das Schreiben und Lesen geht ja über einen auditiven Kanal. Also auch wenn wir immer denken, beim Lesen gucke ich doch visuell, aber Lesen geht tatsächlich übers Gehör, weil wir ja auch immer, weiß ja jeder selber, wenn wir uns vorlesen oder leise lesen, sprechen wir ja eigentlich mit. Und das heißt, das kann man mit deinen Sketchnotes im Prinzip, oder nicht mit deinen Sketchnotes, mit Sketchnotes allgemein kann man gut visualisieren. Das heißt also gerade Kinder, die vielleicht eher über den visuellen Kanal lernen, sind da gut aufgehoben. Wir kennen das ja schon lange, dass es halt auch in der Bildung, gerade im Grundschulbereich, mit viel Bildern gearbeitet wird, um Kindern es halt einfacher zu machen, aber auch ein bisschen Spaß reinzubringen. Ich glaube ja und ich weiß, ich kenne diese Theorien von auditiven und visuellen Lerntypen. Ich glaube aber, dass wir alle in unserem Kopf Bilder haben, ja, auch wenn wir mitlesen, wir alle denken in Bildern, auch die Physiker und Banker und alle die denken, die haben eigentlich Excel-Listen in ihrem Kopf, auch die haben Bilder im Kopf, sodass es für uns alle und ich glaube selbst für die Auditiven einfach einfacher ist, Bilder mit aufzunehmen, vielleicht auch parallel eben zum Gehörten. Und
Das Sehen ist das eine. Also wenn ich jetzt die Arbeitsunterlage den Kindern gebe und da ist halt eine unterstützende Zeichnung zu, macht es einfach das leichter aufzunehmen. Das andere ist aber, wenn ich es selber zeichne, also wenn ich beim Lernen selber zeichne, dann ist einfach dieser Moment, wo ich anfange zu überlegen, wie kann ich denn diesen Sachverhalt jetzt zeichnerisch unterstützen? In dem Moment findet schon dieser Speichervorgang statt. Also ich finde das zum Beispiel super beim Vokabelnlernen. Wenn ich mir überlege, wie kann ich jetzt die Vokabel, ich meine, ein Hund, Katze ist klar, male ich einen Hund oder Katze, aber wenn ich so ein bisschen schwierigere Verben habe, wenn ich echt so um die Ecke denken muss, was kann ich da zeichnen? Dann speicherst du, bevor du überhaupt den Stift in der Hand gehabt hast, nämlich dabei, wo du überlegst, wie du das visualisierst. Und das macht es einfach so kraftvoll. Und abgesehen davon, in unserer Welt heutzutage, wo wir so mega digitalisiert sind, wir ganz viel nur noch irgendwo reintippen, ist es einfach wichtig, dass wir einen Stift in der Hand haben und auch mal wieder auch anders als nur schreiben, nämlich das Zeichnen auch nutzen. Ja, was ich dann so sehe, ist vielleicht auch, es ist ja genauso, wie du sagst, du machst dir Gedanken darüber. Und ich glaube, das Schreiben ist ja auch so ein Prozess. Ich muss mir ja manchmal auch erstmal, entweder kann ich abschreiben und dann bleibt glaube ich sowieso nichts hängen meistens. So, das läuft einfach so durch, weil ich dann automatisiert abschreibe. Oder ich muss mir vorher Gedanken machen. Und Kinder schreiben ja nun mal meistens nicht so super gerne. Und wenn die sich dann eben Gedanken machen, was sie zeichnen können, dann glaube ich, ist das Visualisieren eine super tolle Geschichte, die die einfach unterstützen kann und dass man vielleicht auch in den Unterricht mit einbauen könnte, um ihnen auch an die Hand zu geben. Schreibt ihr das doch mal so auf oder merkt ihr das einfach über ein Bild, ne? Einfach auch, glaube ich, diese Lockerheit, die hinterm Zeichnen hintersteckt, wenn wir da wirklich motivieren und ich sag mal, viele Kinder, ich habe da keine Prozente, die zeichnen ja so im Grundschulalter noch. Und irgendwann kommt dieses böse Vergleichen oder manchmal auch eine böse Lehrerin, die irgendwann sagt, naja, deine Sachen sehen nicht so gut aus und dann hören die auf. Oder hören auf, weil es nicht cool ist oder weil der Nachbar, ich kann mich erinnern, ich hatte immer so Streberfreundinnen, die alles von Sport, Mathe, Latein und Kunst, ne? Und das sah alles geil aus. Und ich hab mich dann immer eher so ein bisschen linkisch gefühlt und habe es dann auch irgendwann ja aufgegeben. Ich habe immer gekritzelt, aber halt auch eher irgendwie hässlich und ohne Sinn und Verstand. Weiß aber heute, dass dieses Kritzeln für mich einfach ein totaler Kanal ist, um Sachen aus mir rauszulassen. Also wenn man meinen Schreibtisch sieht, da liegen immer irgendwelche Zettel mit Notizen und irgendwelchen Strichen und Sachen gemalt und Strichmännchen, die manchmal erkenne ich den Zusammenhang noch und manchmal werden die einfach so gemalt, weil es Spaß macht und weil es mich dann in dem Moment irgendwie in so eine Konzentration auch bringt. Ich kann dann Sachen besser aufnehmen, weil ich kann tatsächlich auditiv ganz schlecht Sachen wahrnehmen. Okay, das ist ja interessant, aber glaubst du, dass jedes Kind tatsächlich so den Kreativturbo einschalten kann, ne? Weil wir beschäftigen uns ja häufig ganz früh mit Stress. Und Stress und Kreativität, das passt ja irgendwie gerade momentan nicht so wirklich zusammen, weil oftmals ist im Stressmodus die Kreativität einfach nicht so da. Ich meine, das wissen wir ja von unserem Leben. Wenn wir von A nach B huseln, dann sind wir jetzt nicht wirklich so ideenreich. Kannst du da irgendeinen Tipp sagen, wo man sagt, okay, gut, auch wenn man in so einem Stressmodus ist, dass man vielleicht trotzdem auch das Zeichnen verwenden kann? Glaubst du, dass das funktioniert? Es funktioniert, da ich das wirklich in jeder Lebenslage benutze, also und ich weiß das auch von meinen Kunden. Natürlich muss man sich da erstmal, es muss so eine Gewohnheit auch entstehen. Das heißt, ich muss erstmal ganz oft gezeichnet haben, um das zu machen. Was ich bei Kindern mega, mega wichtig finde, und das gilt ja nicht nur fürs Zeichnen, sondern auch für viele andere Themen, dass wir denen halt auch erlauben, unperfekt zu sein, dass die Striche krumm sein dürfen. Ich habe bei uns in der Grundschule bei einem kleinen, damals noch einen Malkurs so im Ehrenamt gegeben und dann hatte ich ein Mädchen, von dem ich wusste, die wirklich sehr, sehr viel Probleme in der Schule hatte. Und dann habe ich so am Anfang gesagt, so und heute gibt es hier keine geraden Linien und es gibt kein richtig und falsch und alles das, was wir heute machen, wird einfach perfekt sein, so wie es ist. Und dieses Mädchen hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, echt? Und ich sagte, ja, heute sind krumme Linien und alles ist heute erlaubt.
Und dann habe ich so dieses Aufatmen gesehen, wirklich so dieses, ja, wie cool, ich muss mich gar nicht so anstrengen. Und dieses Mädchen hat so losgelassen und hat einfach losgelegt und war so glücklich, weil sie wusste, dass sie jetzt ja nichts falsch machen kann. Und wenn man das von vornherein weiß, dass nichts falsch ist, dass alles perfekt ist, so wie es ist, ich glaube, dann geben wir den Kindern schon ja so viel Sicherheit einfach mit, dass es einfach nur funktionieren kann. Und ich habe viele Lehrer auch in meinen Kursen. Und eine Lehrerin hatte mal mit Absprache mit mir ein paar Videos in ihrem Unterricht gezeigt. Und ich glaube, die unterrichtet so bis 5., 6. Klasse. Und das muss so in der 5 oder 6 gewesen sein, schon bei ihren größeren Kindern. Also das war ein Schulsystem, wo die Kinder bis 6. Klasse zusammen sind. Und die hatte dann natürlich Kinder dabei, die gesagt haben, zeichnen finde ich doof, will ich nicht, mache ich nicht. Und hatte auch von einem Jungen erzählt, der so richtig anti war. Also so wirklich dieser Klischee-Junge, der sagt, nee, ich spiele lieber Fußball, ich habe keinen Bock zu zeichnen. Und der kam nachher zu ihr an und A hat ja gefragt, machen wir das nochmal, das war ganz cool. Oder kam auch an und hat gezeigt, guck mal, das sieht ja wirklich ganz gut aus, weil die Sachen so einfach sind und nicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn du nachher so in einer weiterführenden Schule da irgendwelche Techniken noch irgendwie in Kunst lernst, und zu lernen wie die großen Meister wie Monet und Co., ja, sorry, das ist A nicht mehr für uns nicht mehr zeitgemäß, weil die Kinder den Stil einfach komisch finden. Und diese Sketchnotes sind halt einfach, ja, witzig und da kann jeder sofort was mit anfangen. So, Simone, du hast bei mir gerade so ganz viele Steine purzeln lassen. Ich war schon im Kindergarten, wo es immer hieß, du hast wieder über den Strich gemalt beim Ausmalen. Du musst ordentlicher malen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich male nicht mehr. Alles, was ich male, ist doof. Kann mit über dem Rand malen, kann ich eine persönliche Erfahrung auch teilen, also aus dem Erwachsenenleben. Mir ging es vor ein paar Jahren psychisch nicht so gut und ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und hatte mich so, ja, durch die Überarbeitung wirklich in Probleme reingearbeitet und musste da jetzt wieder rauskommen und ich wusste, ich muss ein bisschen Ruhe in mein Leben lassen und Entspannung und habe mir damals Ausmalbücher für Erwachsene gekauft. Einer meiner Knackpunkte und warum es mir damals auch nicht gut ging, war tatsächlich dieser Perfektionismus, den ich mir irgendwann angewöhnt hatte. Und dann hatte ich diese Erwachsenenmalbücher. Und jedes Mal, wenn ich es erzähle, sage ich, ich muss die nochmal suchen, weil die gibt es noch. Weil ich habe, glaube ich, auf 3 Seiten ein bisschen reingemalt, sofort drüber gemalt und habe es in der Ecke gepfeffert, weil ich gedacht habe, so ein Mist, selbst das kannst du nicht ordentlich machen. Und ich denke immer, hätte ich damals schon die Sketchnotes gehabt, lehne ich mich sogar noch aus dem Fenster, wäre ich gar nicht in dieses Dilemma gekommen, weil ich weiß, dass ich jetzt zum Teil auch noch sehr, sehr viel arbeite. Da ich aber so viel zeichne, bin ich eigentlich die meiste Zeit des Tages tiefenentspannt. Also deine Achtsamkeitsübung. Ich gehe auf die Matte und meditiere und du zeichnest. Also ja, hat da so seinen Stil, ne? Du, ich gehe manchmal abends in Webinare rein und bin, weil ich oft abends Webinare mache und bin tatsächlich oft müde und ausgelaugt und denke, oh Gott, jetzt noch ein Webinar. Und wenn du mich nach dem Webinar siehst, glaubst du nicht, dass ich vorher schlecht drauf war. Dann strahle ich, mein Gesicht ist durchblutet und mir geht's richtig gut danach. Ich bin danach wach und kann manchmal sogar noch so ein Stündchen irgendeine Arbeit reiten. Oh, das ist ja richtig, richtig cool. Also ich komme ja nur erinnern, wir sind einmal bei einer Fortbildung nebeneinander gesessen und es war total spannend für mich, weil die Simone hat immer nach unten geschaut und hat immer gezeichnet, also wirklich alles. Und ich fand es dann so spannend, weil es hat tatsächlich diese Fortbildung sich dann total interessant angehört und total angeschaut. Also es war wirklich spannend, wie du letztendlich das Wissen, wo jemand erzählt, wirklich visualisieren kannst. Also das ist schon, ich glaube wirklich, dass da Übung dazugehört, ja. Aber ich glaube, wenn man das dann einmal wirklich mag und liebt und dann kann es unglaublich viel zum einen Spaß machen und unglaublich viel zusammenfassen und auch die Kinder eben auch beim Lernen sehr, sehr viel helfen. Eben gerade bei Mindmaps zum Beispiel. Du visualisierst halt die Mindmaps mit deinen wunderschönen Sketchnotes. Und das kann man eben verbinden dann auch mit der Schrift, also mit dem Geschriebenen. Und das ist dann ja perfekt, dass im Langzeitgedächtnis letztendlich ja gespeichert wird. Und ich fand es eben so schön, wo du gesagt hast, letztendlich kann jeder zeichnen. Ist das richtig?
Jetzt. Das ist auf jeden Fall richtig, gerade was das Sketchnoten angeht. Es ist so, so einfach. Ich würde gerne aber nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, denn auch da liegt manchmal auch so eine Falle im Perfektionismus. Ich kann natürlich total komplizierte Zusammenhänge zeichnen und sie so sehr einfach zugänglich machen. Zum Beispiel habe ich mal für eine IT-Firma, die ein sehr, sehr erklärungsbedürftiges Programm verkaufen, Zeichnungen gemacht, sodass er dann viel besser in Verkaufspräsentationen handeln konnte. Und viele Leute verstricken sich dann da drin und wollen wirklich jedes Wort, was sie hören, jeden Sachverhalt so in eine perfekte Zeichnung bringen. Das kann man mit viel Übung irgendwann schaffen. Aber wenn ich ganz am Anfang und wenn ich nur ein Smiley, eine Sonne, eine Wolke oder irgendwas zu meinen Gedanken, zu dem, was ich lerne, aufzeichnen. Das muss manchmal gar keinen Zusammenhang haben. Denn einfach, wir öffnen halt einfach einen anderen Kanal auch eben in unserem Gehirn. Da wird dann auch mal die kreative Gehirnhälfte einfach mit benutzt und nicht nur die wo Logik und Mathe und Einsen und Nullen angeordnet ist. Und damit kommen wir einfach in einen Zustand, wo wir viel besser lernen. Und da ist es egal, ob das jetzt perfekt zur Situation passt. Bei mir sind halt ganz oft auch mal Herzen, Menschen, die mich angrinsen. Kann man übrigens auch nutzen, um gute Laune selber zu kriegen, wenn man sich ein lustiges Männchen malt. Das ist funktionieren die Spiegelneuronen genauso, wie wenn mich jemand angrinst. Und ja, da kannst du dir einfach positive Vibes zeichnen. Und es klappt trotzdem mit dem Lernen besser, weil ich mich ganz anfange, wenn, ich sag mal, deine Inhalte, du musst 5 Grundsätze lernen, du schreibst die auf. Die sind jetzt relativ abstrakt und du kannst sie nicht zeichnen und machst aber noch eine Wolke daneben, noch eine Sonne, noch ein schönes Männchen. Genau durch diesen Moment, wo du das so unabsichtlich daneben zeichnest, vielleicht noch einen farbigen Stift nimmst, hast du eine ganz andere Vertiefung, als wenn du dir eben nochmal und nochmal und nochmal diese 5 Grundsätze durchliest, die du gerade lernen musst. Sehr schön von der Idee her, weil gerade dieses nochmal durchlesen, wissen wir ja heute sowieso, dass das gerade das ist, was uns gar nicht hilft, sondern wir müssen es ja irgendwie verarbeiten. Und wenn wir es durchs Malen verarbeiten können, ist das sicherlich total spaßig. Und es gibt vielleicht den anderen, der kann es auf dem, ich habe mal einen Schüler gehabt, der kann es auf dem, auf dem Schlagzeug verarbeiten, weil er auf dem Schlagzeug besser lernen kann, ist auch kreativ. Aber diese Idee einfach so, das finde ich super schön. Aber was du gerade gesagt hast mit den Spiegelneuronen, ne? Das heißt also, morgens für den Lehrer, wenn der in die Klasse kommt, erstmal ein Smiley an die Tafel machen. Das entspannt die Situation schon mal. Haben wir schon mal erstmal den ersten Dings rübergebracht. Ja, oder noch ein, kann auch ein witziges Tier sein. Oder ich habe jetzt gerade hier, ihr könnt mich ja sehen, hier einen kleinen Roboter gezeichnet. Wie cool! Ja, das kam jetzt einfach hier raus. Ich gebe zu, dass hier neben mir noch ein Roboteraufkleber liegt und ich den einfach nochmal nachzeichne. Aber so kannst du dir selber gute Laune und deinen Schülern auch zaubern. Das finde ich eine total klasse Idee, so als Tipp jetzt mal mitzugeben, morgens erstmal was Lächelndes an die Tafel zu zeichnen. Oder auf die Arbeitsblätter tatsächlich, ne? Die nicht zu vermeiden sind. Und ich glaube, das macht dann auch schon ganz viel aus. Also sei es jetzt, fällt mir jetzt so spontan ein, so auf Probenarbeitsblätter und so weiter. Und tatsächlich würde ich da jetzt gleich zu einem Punkt springen, der mir jetzt so spontan eingefallen ist. Wo glaubst denn du, kann man Sketchnotes in der Arbeit, im Leben und Lernen mit den Kindern cool verwenden? Hast du da so ein paar Ideen für uns? Natürlich, wie wir gerade gesagt haben, schon auf den Tafelbildern. Und ich würde es noch ergänzen, nicht nur der Lehrer kann es als erstes morgens an die Tafel zeichnen, sondern jeder zeichnet ein lächelndes Gesicht. Und wenn ich so kleine Mini-Kärtchen habe, so in A7 oder A8, vielleicht auch so Kärtchen, und dann wird es dem Nachbar weitergegeben, dass man da vielleicht so untereinander auch nochmal so ein Ritual schafft. Dann natürlich Arbeitsblätter. Wir kennen ja auch schon, es wird ja auch schon viel verwendet und es gibt ja auch ambitionierte Lehrer, die da tolle Sachen schon machen. Ich glaube aber, wenn die Kinder wissen, dass ich als Lehrer dieses Schweinchen, diesen Roboter, dieses Menschlein da gezeichnet habe, weil die das ja immer zeichnet an der Tafel und auf den Arbeitsblättern, es hat so eine Art von Geschenk für mich. Weil wenn der Lehrer das extra für uns gemacht hat, der hat das dann neu draufgezeichnet und nicht irgendwo bei Microsoft gesucht. Die Kinder wissen das ja natürlich nicht, was dahinter steckt.
Aber das Gefühl, was wir transportieren, es ist eine ganz andere Energie. In Schulbüchern kennen wir es ja eh schon, da ist ja auch schon viel gezeichnet und da geht auch manches schon genau in diese Richtung. Ich glaube aber, das selber machen oder in Kommunikation mit den Kindern, Begrüßung am ersten Schultag oder ein Abschiedsbrief am letzten Tag, vielleicht auch mal eine Karte, wenn ein Schüler länger krank ist. Solche Sachen. Also ich finde, im Elternbrief, die Eltern dürfen auch mal lächeln, wenn ihr was von den Lehrern kriegen, ne? Also da können wir auch gleich eine ganz andere Bindung im Elternabend auch stattfinden lassen, weil die Leute kommen ins Schmunzeln, die kommen ins Grinsen und wir haben gleich eine ganz andere Stimmung, weil es viel lockerer ist. Sehr, sehr schön. Also ich finde die, ja, voll lieb. Vor allen Dingen, du verbindest ja damit auch Emotionen, ne? Und mit Emotionen ist natürlich ganz, ganz, ganz viel machbar und ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Und es ist ja auch für die Hausaufgaben und für die Proben, glaube ich, da hat mein Sohn letztes Mal so ganz eine nette Geschichte erzählt, da hat er seine Probe gekriegt, klar, der ist jetzt in der 9., aber nichtsdestotrotz hat sich die Lehrerin eben auch im Kopf gemacht, wie sie das angenehmer gestalten kann und hat eben da auch tatsächlich so kleine Sketchnotes draufgemalt. Und hat dann auch die Kinder in, also für nach der Probe, hat dann wirklich nur so kurz gefragt, und wie geht es dir jetzt? Und dann ist mein Sohn heimgekommen und so, boah, das ist ja voll nett, weil das war irgendwie total wertschätzend, weil ich nicht nur irgendwie ein Schüler bin, sondern weil sie die mal Gedanken macht und mich sehen will. Und das finde ich halt toll. Und das ist ja auch unser Ansatz, dass man auch lernt, die Kinder wieder zu sehen und als Kind zu sehen und nicht Schüler, der das und das abliefert, ne? Und deswegen, glaube ich, kann man eben durch Sketchnotes auch, glaube ich, ganz viel Emotionen und viel Bindung und Wertschätzung, glaube ich, auch vermitteln, oder? Und ich glaube, auch mir als Lehrperson tut das auch total gut, indem ich halt einfach auch irgendwas Sinnvolles mache. Und ich kriege doch, wenn ich jetzt an die Tafel das lustige Schweinchen zeichne, dann bekomme ich doch, ja, die Strahlen von den Kindern. Kannst du mir das nochmal zeigen? Können wir das nachmachen? Ich bekomme da auch mal anderes Feedback, als wenn ich halt da jetzt zum 5. Mal, wir müssen jetzt diesen Text lesen oder irgendwie sowas reinbringe, ne? Und ich meine, ich sag mal, im Grundschulbereich ist es ja so, dass viele Lehrer auch wirklich auch noch Feedback bekommen. Aber später auch in der weiterführenden Schule, dann hast du da diese Teenager sitzen, die ja zum Teil gar keinen Bock haben. Ich habe ja auch zwei Teenager zu Hause. Und wenn ich so sehe, meine Große ist jetzt 16 und als die so 13 war, ich möchte die nicht in der Klasse sitzen haben. Aber wenn ich das geschafft hätte, dass die mal einmal grinst, dann hätte ich wahrscheinlich als Lehrer Juhu geschrien, ne? Aber du hast vorhin noch was ganz Wichtiges gesagt, Simone. Ob die merken, ob du was bei Google gesucht hast oder bei Microsoft und das reinsetzt. Ich glaube, ganz wichtig ist bei den Sketchnotes ja auch, dass es dabei bleibt, dass es von Herzen kommt und nicht, dass wir, das ist jetzt so eine Verpflichtung und wir machen jetzt jeder morgens unser Männchen, dass sich das so abnutzt. Ne? Ich glaube, dieses Gefühl dahinter und dieses selber machen und ja einfach auch in Bezug gehen, in Beziehung gehen dadurch, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Du kannst es auch nutzen, ich sag mal, gerade wenn du vielleicht auch Schüler hast mit emotionalen Schwierigkeiten, auch wirklich zu erklären, ach guck mal, mein Mund ist heute besonders weit, weil, ne, mir geht es heute ganz gut, ich weiß nicht, ich hatte was Tolles im Adventskalender, keine Ahnung, was gerade Tolles passiert ist, einfach auch zu klären oder zu sagen, komm, ne, heute, ne, ist mein Mund nur ein bisschen lächelnd, weil, ne, heute, keine Ahnung, musste 5 Minuten mein Auto kratzen, so wie ich heute Morgen oder so, dass man einfach auch mal erklären kann und du kannst halt auch Emotionen transportieren und das Coole ist, was ich so genial finde, du kannst mit ganz wenigen Strichen auch Beziehungen darstellen. Ich glaube, dass man es sogar auch in einer Aufstellungsarbeit oder sowas eben visualisieren kann, weil du kannst sehen, du machst nur die Augen ein Stückchen weiter nach links und wenn da links eine Person steht, dann gucken die Augen zu der Person. Du kannst aber auch die nach rechts machen, dann gucken die weg von der Person. Also das heißt, du kannst wirklich darstellen, wie Personen zueinander stehen und kannst das auch nutzen, ja, um Kindern auch dieses Thema Emotionen ja, näher zu bringen. Ja, super. Also das ist ja ein toller Abriss von dem, was alles für ein Universum du letztendlich dadurch aufmachen kannst. Und auf jeden Fall ein Tool, wo Emotionen transportiert, wo hilfreich ist, wo auch
die Visualisierung von Gegenständen ja darbietet und jetzt also bei der Zusammenfassung von Wissensinhalten ja unglaublich viel vermittelt. Petra, hast du noch eine Frage an die Simone, wenn wir es jetzt schon da haben oder haben wir es jetzt genug gelöchert? Nee, ich glaube, wir haben alles, was wir jetzt hören wollten oder hören konnten, wir wollten gar nichts hören, wir waren einfach gespannt. Ich sage erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Simone, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für euch einfach nochmal in den in den Shownotes werden wir hier verlinken, wie ihr die Simone natürlich findet. Und guckt, ob ihr da vielleicht auch mal Lust habt, was zu zeichnen, weil ich weiß, bei Simone gibt es auch ein paar einfach mal so Einstiegssachen, die man sich runterladen und zeichnen kann, glaube ich, auf deiner Seite. Ne? Du hast da irgend so ein Freebie oder vertue ich mich da? Auf meiner Seite findest du unter Gratis halt immer irgendwas, entweder eine kleine Video-Challenge. Wir machen regelmäßig Webinare, die sind meistens auf unserer Startseite vermerkt. Also wir machen große kostenlose Webinare, wo man einfach mal schnuppern kann. Und neben allem, was die Andrea gerade so aufgezählt hat, was für eine tolle Methode das ist, die man in die Arbeit mit Kindern reinbringen kann, finde ich das Allerbeste, aber dass es einem selber auch totalen Spaß machen kann, wenn man sich drauf einlässt. Und wenn man selber Spaß bei der Arbeit hat, gibt es was Besseres? Genau. Also, wie gesagt, erst nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Simone. Ihr findet alles, was mit Simone zu tun hat, in den Shownotes. Und ja, vielleicht als kleiner Tipp oder als kleines Mitnehmen aus dieser Podcast-Folge, malt einfach irgendwas Freundliches und Fröhliches, wenn ihr demnächst eure Schüler begrüßt, oder macht kleine Brotdosen-Smileys, die ihr den Kindern in die Brotdose packt. Wenn die in der Schule aufmachen, freuen die sich sicherlich auch ganz riesig darüber. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Servus. Tschüss.